2018 war die letzte InnoTrans. Jetzt im September 2022 sind die Tore im Berliner Messegelände wieder geöffnet. Begleiten Sie uns bei einem Rundgang. Die Deutsche Bahn bzw. DB Cargo stellt den Vectron Dual Mode vor. Er wird zukünftig die alten Dieselloks ablösen. Denn er kann beides, elektrisch und mit Diesel fahren. Eine große Rolle auf der InnoTrans spielen alternative Antriebe. Hinter mir der Akkuzug von Stadler und daneben der Wasserstoffzug von Siemens. Die Vectron-Familie wird immer größer. Hinter mir der Vectron Dual Mode, eine Zweikraftlok. Davor steht ein ganz normaler elektrischer Vectron. Inzwischen sind weit über 1000 Maschinen von diesem Typ auf Gleisen unterwegs.
Stadler ist mit ihrem neuesten Flaggschiff angetreten, der Euro 9000. Die 9000 stehen für 9000 Kilowatt Leistung. Dazu gibt es noch 2000 PS Dieselleistung. Es ist also eine Zweikraftlok. Sie kann auch unter allen gängigen Stromsystemen fahren. Also was ganz Besonderes auf dem Markt.